Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge. Wir testen Döner-Kebab vom Land. Wir haben jetzt mittlerweile sehr, sehr viel Döner gegessen. Sehr, sehr viel guten Döner und sehr, sehr viel nicht so guten Döner. Aber heute, muss ich persönlich sagen, habe ich wirklich wieder Lust und Hunger auf einen schönen Döner. Viel Spaß in diesem Video. Und ja, ich muss ehrlich sagen, wir befinden uns jetzt hier irgendwo am Land. Ich weiß nicht mal genau, wie diese Ortschaft heißt. Aber ich habe jetzt ein bisschen auf Google geschaut und ich habe in Penzberg einen Dönerladen gefunden, der sich Berliner Döner nennt. Und ich habe mir gedacht, hey, warum fahren wir da nicht hin? Und ja, Freunde, ich trinke jeden Tag so ein Getränk. Ich weiß nicht warum, aber ich habe mich irgendwie verliebt. Letzten Döner, den ich gegessen habe, war auf jeden Fall in Berlin. Eddies Gemüsekebab. Und ja, ich muss halt sagen, den feiere ich schon sehr. Die Sache ist, wenn du so viel gute Döner gegessen hast, okay, es ist nicht immer einfach, dann wieder, wenn du mal nicht so guten hast, ihn trotzdem professionell zu bewerten. Deswegen habe ich auch länger keine Folgen mehr gedreht. Das ist auch wirklich die einzige Wahrheit. Ich habe euch gar nicht die Gegend hier gezeigt. Auf jeden Fall hier so Gasthof zu Leusach steht da. Alpen, oder? Alpengasthof. Dann ist hier so ein fetter Maibaum. Hier bei dem Edeka habe ich mir gerade meinen Drink geholt. Ist auf jeden Fall schön ländlich hier. So feiere ich auch diese Vibes. Ziemlich neu. I do this shit for real. When we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of heels. Yeah, and she be riding on that thing like a Ferris wheel. Yeah, I love them dark skin, brown skin. Also lange in meinem Leben hatte ich nicht so eine Autofahrt, die so warm war. Genau, ein Döner. Wie heißt du überhaupt, Chef? Ich bin Murat. Maimulan? Murat, ja. Murat? Ja. Okay, ich bin Randy, freut mich. Randy. Also die Sache ist, der kleine Döner-Imbiss ist anscheinend ein Teil vom größeren Berlin-Döner in oder Berliner Döner in Penzberg drin. Da gibt es noch eine Hauptfiliale. Der hat jetzt gemeint, hey, warum gehst du nicht da hin und filmst da? Habe ich gesagt, nee, ich will heute mal den Imbiss testen. So, ich finde das ganz nice, mal so klein, süß in einem Anhänger hinten drin. Und ja, jetzt holen wir uns gleich mal einen Döner. Ich bin hier 2 Jahre. Das ja. Mein Deutsch ist nicht gut. Kein Problem. Das warum. Kein Aber Problem. Wenn du habe Englisch, I'm from England. You're from England? Yes. Nice. Yes. Nice. But no problem. But I got a German community, so we have to speak a little bit of German too. We have to speak a little bit of German. A little bit. Okay. Well, I look a mess as well, man. No, that's not a problem. That's not a problem. It's about the kebab, it's not about you. It's about the kebab. Oh, alright. You're not gonna make me famous then. You're just gonna make the kebab famous. Ihr macht Berliner Döner, richtig. Ihr heißt Berliner Döner? Yes. So why, where does the name come from? Why? My partner is from Berlin. Yeah. Ah, okay, nice. So all the sauces and everything is all made from Berlin, you know? Or mm-hmm. Berlin style. Berlin style. And the meat and everything comes from Berlin. Okay, nice. Everything comes from there. Nice, nice, nice. Yeah. Der eigentliche Besitzer der Marke, so gesagt, der das alles aufgebaut hat, den Hauptladen auch und den kleinen, kommt aus Berlin und daher nennen sie sich Berliner Kebab. Und ich freue mich drauf, weil ich habe vor kurzem erst, 3-4 Wochen habe ich erst zuletzt Döner in Berlin gegessen. Somit wird es interessant, ob das wirklich Berliner Döner ist. Soße. Was für Soßen hast du Kräuter, alles? Kräuter, Knoblauch, Schaf, Minze. Ich würde Kräuter klassisch Standard nehmen. Kräuter, ja. Bisschen scharf? Bisschen scharf, ja. Und dann kannst du einfach den ganz normalen Standard alles reinmachen. Alles, ja? Ja. Probieren diese scharfe Minze auch nicht. Okay. Okay, nice. But we make with paper here. Ah, keine Alufolie. No Alufolie, yeah. Okay, okay, nice. Also hier steht es auch nochmal. Keine Alupa-Verpackungen im Bestand mit Original Berliner Döner-Kebab, verzichtet auf Alufolie, gesundes Fastfood.
in umweltfreundlichem Kleid. Ist sogar eine ziemlich nice Line, finde ich so. Und es gibt sogar einen schönen, kleinen, versteckten Sitzplatz unter zwei schönen Bäumen. Und jetzt würde ich sagen, probieren wir diesen wirklich gut aussehenden Döner, muss ich sagen. Schönes Olo da dazu bekommen. Als allererstes muss ich sagen, müssen wir natürlich das Fleisch probieren. Wie schmeckt das Fleisch? Wenn noch eine Fliege kommt, dann raste ich komplett aus. Das Fleisch sieht ziemlich gut aus, 100% Kalbfleisch, stand doch draußen außen beim Dönerladen dran oder beim Dönerimbiss. Also der Geschmack vom Fleisch ist nicht, ich finde, nicht so fake überintensiv. Schon mal nice, muss ich ehrlich sagen. Weil es gibt voll viel Döner, die einfach so übertrieben, sehr nach Gewürzen und Fleisch schmecken. Das tut der hier jetzt nicht, muss ich ehrlich sagen. Okay. Yo, fuck. Also was wir beim Machen vom Döner gesehen haben, natürlich hat das Fleisch nicht abgeschnitten, frisch, sondern es lag in der Box drin, die aber mit einem Deckel zu war. Und ich habe damit auch gar kein Problem, wenn der Döner, oder besser gesagt das Dönerfleisch, trotzdem frisch schmeckt. Der erste Biss war jetzt ein bisschen salatig. Ich sag's mal so, wie es ist. Also ich muss sagen, schmeckt sehr, sehr frisch, sehr, sehr gesund. Kann ich aber auch ganz einfach erklären, da ist einfach zu viel Salat drin. Die Soße ist geil angenehm, also nicht zu stark, ist schön mild. Das Fleisch merkt man halt leider nicht so hart, weil da zu viel Salat drin ist. Das ist einfach ein Proportionsding. Ich muss ehrlich sagen, das Brot hat wirklich nicht gut ausgesehen. Aber das ist geil, muss ich ehrlich sagen. Es schmeckt nice mit diesem, es ist so leicht crunchy, so semmelartig ist es. Und das feiere ich. Was man halt auf jeden Fall sagen muss, ich sitze hier unter zwei so schönen Bäumen. Genieße hier meinen Döner. Da sitzt der Chef. Neben irgendeinem Mercedes-Haus, glaube ich. Und hier links ist Fressnapf. Ist eigentlich schon ein ziemlich chilliger Platz. Und die haben auch diesen Platz hier so versteckt mit so einer Fahne, mit so einer Werbefahne. So, da hast du ein bisschen Privatsphäre beim Essen. Das war auf jeden Fall mal wieder eine schöne Mittagspause, einfach mit einem Döner, wa? Gerade noch so ein bisschen Video geschnitten und einfach so ein bisschen Büroarbeit gemacht, bisschen Steuer, bisschen dies. Dann sitzt du hier, gönnst dir den Döner. Und es ist so ein bisschen so märchenmäßig hier unter diesem. Ich weiß nicht, was für ein Baum das ist. Chillig eigentlich. Da habe ich mir fast gedacht, wenn du ein Biss hast, wo weniger Salat ist, ist eigentlich ein okayer Döner. Was man auch sagen muss, ich bin komplett ohne Erwartung hier reingegangen. Ich wollte einfach einen leckeren Döner essen gehen, so randommäßig. Kein übercrazy Döner jetzt. Ist eigentlich stramm. When I go, we roll our hips and take a sip on it. Take a trip on it. When I go, we can go slow. Wir sind angekommen beim letzten Biss, meine Freunde. Noch ein bisschen Fleisch, ein bisschen Soße vorne. Alles eigentlich schön da. Das Wetter ist gut, es macht wirklich Spaß hier. Und ich muss sagen, um euch eine klare Meinung zu diesem Döner zu geben, ich bin nicht enttäuscht. Es ist ein Standard, normal guter Döner. Das Geile ist aber, the Mandem is from London. Bro, you originally from London? You, from Kent. But England, right? Yeah, yeah. Nice, okay. The Garden of England then is wonderful. You know my community? We say always be the London lads. London lads, yeah, yeah. Das erste Mal, dass ich auch einen, wie heißt es, in Deutschland am Land einen Dönerverkäufer treffe, der wirklich aus England ist. You know, he rolling with the Mandems. You know what I'm saying? Hier, London, lad. You know me. Ja. Kuss geht raus. It's a pleasure to meet you, man. Thank you very much for Thank coming you. Down. And Thank taking you your time spending. You were very welcome. And yeah, have a nice day, bro. Yeah, you too. Thank you. So, Freunde. Auf jeden Fall, Kuss geht raus an Murat. Mein England, lad. Er hat direkt gecheckt, wir England, lad. Wir müssen uns supporten. Auf jeden Fall, er hat mich eingeladen auf diesen Döner. Kuss geht raus. Und ja, es war jetzt eine ganz kurze Folge, so einfach mal auf einem schönen Mittwoch.
Das Wetter ist schön. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da. Und ihr dürft den Kanal sehr gerne abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Bis zum nächsten Mal. Peace. Bevor das Video aus ist, ich weiß, hier kommen eigentlich immer lustige Szenen. Geht bitte einmal alle unter. Unter, oder? Unter. Geht alle unter. Geht alle unter. Einmal unten in die Infobox. Da ist ein Link von meinem Twitch-Account. Einmal draufgehen, ein Follow da lassen. Ich will dieses Jahr vielleicht noch 500 Abonnenten auf Twitch schaffen oder so. Wäre cool. Peace.